Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden. Dieser Tweet ist eigentlich unverfänglich. Wäre er nicht aus Versehen an alle rund 288.000 Follower der Polizei gegangen? Eigentlich war diese Aufforderung als Antwort an einen einzigen Twitter-User gedacht. Wie nun reagieren auf diesen Ausrutscher? Wir wollten es natürlich als baldmöglichst eigentlich wieder rausnehmen, aber haben dann gesehen, Mensch, die Reaktionen der Nutzer, die waren ja überwiegend positiv. Die haben das natürlich sofort als Fehler auch erkannt. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch reagiert, haben dann im Nachhinein nochmal einen ergänzenden Tweet abgesetzt, wo wir einfach natürlich auf humorvolle Art und Weise unseren Fehler natürlich gestanden haben. Und wie wir ja natürlich auch feststellen konnten, es ist gut angekommen und das freut uns. Dieser Ausrutscher ist ausgerechnet dem Leiter des Social-Media-Teams passiert, der dafür auch gleich an der Tafel büßen musste. Der User hatte ein unversperrtes Fahrrad entdeckt und über Twitter die Polizei um Rat gefragt. Dabei sind die Social-Media-Kanäle der Polizei eigentlich nicht dafür gedacht, Verdächtiges zu melden oder Anzeige zu erstatten. Wenn ein dringender Notfall ist, ist die Nummer 110 zu wählen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, aber wir können nicht gewährleisten, dass also rund um die Uhr sofort jemand auf diesen Seiten reagieren kann. Das geht einfach nicht. Deswegen, wenn irgendwas passiert, wo polizeiliches Handeln erforderlich ist, 110 wählen. 228.000 User folgen der Münchner Polizei auf Facebook, 288.000 auf Twitter. Plattformen, über deren Reichweite die Polizei die Bürger so direkt wie nie zuvor erreichen kann. Für uns ist es sehr wichtig, hauptsächlich Präventionsthemen natürlich entsprechend rüberzubringen auf eine, auf eine Art und Weise, wo sie einfach interessant sind. Wir sind derzeit dabei, viele Themen für uns neu aufzubereiten. Das ist ja für uns das Neue auf Facebook wie auch auf Twitter, dass wir unmittelbare Rückmeldungen bekommen. Was kommt an? Welche Art kommt gut an? Das Social-Media-Team besteht aus gerade einmal 5 Polizisten. Dennoch ist der Anspruch, auf jeden Kommentar antworten zu wollen. Allerdings nicht 24 Stunden am Tag. Ebenso wird hier nicht ermittelt. Das Social-Media-Team, wir sind rein für die Öffentlichkeitsarbeit da. Wir werden nicht ermitteln, das machen bei uns andere Dienststellen. Wir haben ja eine Dienststelle, die sich ausschließlich mit dem Thema Cybercrime zum Beispiel beschäftigt. Für uns ist allerdings auch ganz klar, auf unserer Seite, wenn strafbare Handlungen entsprechend gepostet, getweetet werden, müssen wir natürlich, wir sind Polizeibeamte, wir müssen darauf reagieren und wir werden das auch nicht auf unserer Seite dulden. Übrigens, dass bei unserem Dreh nur der Leiter anwesend war, hatte seinen Grund. Der Rest des Social-Media-Teams produzierte zeitgleich ein kleines Video für den Fasching. Die Netzgemeinde darf also gespannt sein, was da online kommen wird.